Am Gardasee. Es ist jetzt kurz nach 5.30 Uhr. Es war gerade der Sonnenaufgang und ja, ich bin extra früh aufgestanden, um hier schön fotografieren zu können. Das hat mehrere Vorteile. Sonnenaufgang natürlich hat man eine super Stimmung. Zum anderen ist es alles leer. Also man sieht, die Ortschaft hier ist eigentlich komplett leer. Das Wasser ist komplett ruhig und man kann einfach super fotografieren. Ja, ich bin zum einen mit meiner Mavic 2 unterwegs gewesen, gerade ein bisschen geflogen. Zum anderen natürlich mit meiner EOS R. Zum Großteil hatte ich das 1635er oben mit einem ND-Filter. Das ist jetzt hier der Haida Slim ND 3.0 mit einem 1000-fach Belichtungszeitverlängerung. Ja, also die Belichtungen waren meistens um die 30 Sekunden hier, wenn ich so bei Blende 5, 6 circa war. Bei ISO 100 bis 125, 160, je nachdem. Ich wollte jetzt nicht in den Bulb-Modus. Und ja, ich werde ein paar Fotos zeigen. Ich kann nur sagen, es zahlt sich echt aus, immer früh aufzustehen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verkühlt, ich glaube, das hört man. Ganz, ganz tolle Stimmung. Ich werde jetzt aber dann wieder zurückgehen, schlafen gehen. Und dann nochmal aufstehen zum Frühstück. Ciao. In Verona angekommen. Ich glaube, das rauscht hier neben dem Fluss etwas zu sehr. Deswegen gehen wir mal weiter und dann rede ich weiter. Bei so Aufnahmen hat man schon sehr oft die Kamera irgendwo sehr wackelig, sehr knapp am Rand. Ja, ist ein bisschen Nervenkitzel. Ich halte es immer so am Band, will natürlich aber die Langzeitbelichtung nicht verwackeln. Aber wenn man die Aufnahmen sieht, zahlt sich das immer aus. Hier geht es Richtung Innenstadt und da werde ich jetzt rüber spazieren. Jetzt habe ich für ein paar Aufnahmen auf 70-200er gewechselt, das neue von Tamron. Ich finde das Teil genial und hat zum Glück das gleiche Größe vom Filtergewinde. Ich habe wieder einen ND-Filter drauf, deshalb am Stativ, oben an der Filterplatte. Und mal schauen, was es hier noch aufzunehmen gibt. Also ich bin fertig mit meiner morgendlichen Fotorunde. Erst war ich am Fluss, an der Edge. Hab dort ein paar Langzeitbelichtungen gemacht. Bin zum Platz Erbe gegangen. Und dann zur Arena muss man natürlich, war super cool, weil die Sonne gerade durchgeleuchtet hat bei der Arena vorbei. Sonst kann man die relativ schwer fotografieren. Ja, und kurze Sache zum Equipment. Eigentlich war ich mit dem Manfrotto B3 unterwegs, so wie immer. Das leistet gute Dienste. Meistens mit dem 16 bis 35er, mit dem 70 bis 200er, mit einem ND-Filter meistens. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Kurz bin ich mit der Drohne gestartet. Darf man wahrscheinlich nicht. Es sind aber coole Aufnahmen entstanden, werde ich einblenden. Und jetzt werde ich kurz nochmal schlafen gehen. Ich war fast 2 Stunden unterwegs. Jetzt ist 7, vielleicht noch 1 Stunde hinlegen und dann frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Schaut euch mal die Stimmung an.